bin gerade in Deutschland auf der Autobahn. Yay! Ich komme gerade aus Frankreich. Bin ja auf meiner Route von Spanien nach Schweden. Und heute Nacht werde ich in Hannover sein, weil mein Vater wohnt ja da. Ich freue mich, aber nur Hallo sagen. Juhu! Und bin gerade bei Mainz, Wiesbaden, in Frankfurt vorbeigefahren. Ach, shit, da war ich. Da habe ich globale Kreation gehabt. Und in letzter Zeit haben sich einige bei mir bedankt wegen diesen Kursen in verschiedenen Städten in Deutschland, auch außerhalb, wo die jetzt gerade ein ganz anderes Leben leben. Die ging vielleicht vom Kurs vor einem Jahr oder etwas länger her. Und die Sache ist, im Anfang die Sachen sich zu verändern und du bist klar, in welche Richtung du gehen möchtest, verwirklicht sich wirklich. Ich sehe es immer wieder. Die Sache ist, man darf nicht aufgeben. Man darf nicht aufgeben. Man muss auch ein bisschen gezielt sein. Also für mich bedeutet das, wahrzunehmen, was ich machen möchte, wohin ich gehen möchte. In dem Sinne, jetzt sieht die wahrscheinlich gar nichts. Denn ich kann ja sagen, oh ja, einiges wäre gut und ich möchte das und das auch, aber nicht so viel da und was könnte ich noch mehr machen? Wenn ich sage, ah nee, ich will um die Welt reisen, das ist ziemlich sicher, deutlich. Wenn man deutlich ist mit Sachen, fangen sie an zu kreieren. Fängt man selbst an auch da. Und die fangen sich überall im ganzen Universum. Denn du bist ein Teil von dem Universum. Wenn du Bescheid sagst, was du möchtest, wohin du gehen möchtest, braucht gar nicht Detail zu sein. Es kann auch, dass man einfach mehr Spaß haben möchte oder man möchte mehr Menschen kennenlernen oder man möchte eine Beziehung. Eigentlich ist es egal, was du möchtest oder wohin gehen möchtest. Aber wenn du anfängst, dann hast du ein Ziel oder hast du eine Richtung. Wenn du die Richtung hast, die Fragen, die du stellst, kommen diese Energie. Gehen einfach durch diese Sachen. Und dann kriegst du mehr Informationen und wahrnehmen, was braucht's, um das zu kreieren. Und wenn du dann auch in einigen Kurse oder Sessions anschaust, was sind deine schönen Bewertungen hier? Was sind die Ansichten, die benutzt? Ich kann nicht, mein Mann möchte nicht. Es geht nicht, ich habe kein Geld oder ich habe 15 Kinder. Was immer du für Ansichten dann hast, die dir hochkommen. Wenn du behältst, ja leider, dann behältst du wahrscheinlich alles am Platz, alle deine Bewertungen. Wenn du anschaust, okay, was, wenn das nicht wahr wäre? Was, wenn das eine Möglichkeit wäre? Was, wenn alle deine Beurteilungen, Ansichten, Probleme eigentlich Möglichkeiten sind und eigentlich Möglichkeiten, noch mehr Geld zu verdienen. Eins meiner Spezialitäten, die ich habe, ist Möglichkeiten zu finden für Menschen, die überhaupt gar nicht wahrnehmen wollen. Und was bedeutet das eigentlich? Wenn ich eine Session habe, was da hochkommt, sind die Energien der Möglichkeiten in deinem Umfeld, deine Energie, deine Zukunft. Das bedeutet ja nichts eigentlich, bis du es wählst oder anschaust, ha, ja, das wäre wirklich eine Möglichkeit. Und es ist auch damit inbegriffen, dass die Energie aufmacht. Also du machst die Tür für Möglichkeiten auf. Wenn die Tür offen ist, wirst du Tausende davon sehen, denn du hast wahrscheinlich ziemlich viele. Hast wahrscheinlich? Jede Person ist voller Möglichkeiten. Die meisten wollen eigentlich ihre Ansichten eher behalten, als die Möglichkeiten zu sehen. Denn wenn du die Möglichkeiten siehst, ist es unheimlich schwierig, die Begrenzungen festzuhalten. Es ist wirklich, es wird ja dann ein bisschen bekloppt, gell? Und das ist spannend für mich. Es reizt mich jedes Mal, weil ich so, da sprudel ich vor alle Möglichkeiten. Denn ich sehe in jeder Person tausende von Möglichkeiten. Ich sehe auch, wie die Ansichten und Gefühle dazu sehr verfestigt sind und sehr viel Wert haben. Wenn die keinen Wert hätten und du würdest nicht nach Gefühlen gehen oder an Ansichten, dann hättest du wahrscheinlich tausend mehr Möglichkeiten in deinem Leben. Und dann geht es eigentlich nur um Wahl. Denn wenn du wählst, fängst du an, noch mehr Informationen und mehr Wahrnehmung zu bekommen in all diesen Gebieten, wo es Möglichkeiten gibt. Und das sind die Sachen. Fragen stellen, Möglichkeiten, Wahl. Und dann gibt es wahnsinnig viel Beitrag.
quasi. Das ganze Universum wird da sein und dich ganz lieb haben und Püsschen und Küsschen und einfach mehr dazu beitragen. Deswegen Fragen stellen. Wählen. Have you ever heard? Choice? Possibilities? Und wenn du wählst, dann wirst du sehr viel mehr wahrnehmen, was möglich ist. Das ist die Sache. Jede Wahl hat tausend mehr Möglichkeiten. Eigentlich unendlich. Ich wollte nur eine Zahl nehmen. Und wenn du wählst, dann kriegst du die Informationen über den nächsten Schritt, nächsten Schritt, nächsten Schritt, nächsten Schritt. Egal wie viele Blockaden, Probleme, Menschen dagegen sind. Eigentlich egal, wenn du nicht aufgibst. Das ist deine Wahl. Du musst nicht dafür kämpfen. Kämpfen ist nicht die Lösung. Man muss manchmal ein bisschen hartnäckig sein, in dem Sinne, dass ich nicht aufgebe. Hartnäckig nicht gegen die Kreation oder gegen dich selbst, nein. Es geht wirklich darum, dass du wählst und dann schaust, was sind die unendlichen Möglichkeiten? Mit wem kann ich reden? Was kann ich sein? Was kann ich tun? Welche Fragen kann ich jetzt stellen? Was sind die Möglichkeiten hier, die ich gar nicht wahrnehmen möchte? Denn viele Möglichkeiten möchte ich nicht wahrnehmen, denn oh, da muss ich ja mehr tun oder nein, dann muss ich wahrscheinlich mehr zahlen dafür oder nein, bla 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 bla. Was, wenn das alles nur Quatsch wäre? Was, wenn ich nicht alles herausfinden muss, bevor ich es wähle? Was, wenn ich nicht das ganze Geld haben muss, bevor ich etwas wähle? Und nicht irgendwelche fluffigen und ach, vielleicht und ich hoffe und wahrscheinlich wird mir Gott da was geben oder das Universum oder ich wahrscheinlich. Nein! Wähle! Wähle, das zu kreieren und gib nicht auf. Mach weiter, weiter, weiter. Was kann ich heute tun? Was kann ich heute sein, damit ich das wirklich kreiere? Was sind hier die unendlichen Möglichkeiten? Und einfach weiter, 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 weiter. Und da gehe ich immer weiter und ich weiß, oh, jetzt brauche ich eine Session mit jemandem. Puff. Dieser Kurs, der hat genau die Energie von dem, was ich kreieren möchte. Nicht, dass es einen ganzen Titel, gleich einen Titel hat. Nee, es hat die Energie, um dahin zu gehen. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten und das möchte ich mit euch allen kreieren. Eins der Sachen, die ich mache, ist das Geldmonat im Juli. Da wird es nur noch voller Überraschungen sein, denn ich liebe Geld zu kreieren. Und Geld macht einfach Spaß. Wenn du aus deinen Blockaden raus möchtest, wahrscheinlich ab und zu einen Kurs gehen, damit man die wieder loslässt. Huh? Oder ein paar Sessions wählen. Alles für dich, denn du bist viel mehr wert als Geld. Du und dein Körper. Alles Liebe aus Deutschland, bin gerade auf der Autobahn, mach was gerade nicht, wahnsinnig stupid, mach einen Film mit euch. Und bis bald, ha? Alles Liebe an euch allen.